Gears of War bei Markus zu Hause. Da ist die Türe aufgetreten. Come on, we're almost there. I forgot how big this place was. Yeah, well, it's getting smaller by the moment. Castro! Was die Ressourcen verschwenden auf so einen kleinen Vierertrupp. Having fun, James? Sure, why? Aren't you? Oh, it's always good to see you. These two always like this? It's usually more yelling. Es ist schon bemerkenswert, dass wirklich jede Zeile, die da drin ist, irgendwie witzig oder cool geschrieben ist. Ja. Ja, sicher. Guck mal. Oh oh, Fußbälle. Ich hätte nicht gedacht, dass man so lange gegen die Bots kämpft. Haha, das ist so geil, die zurückzukicken. Fußball! Wuhu! Vielleicht jetzt nur noch so. Another dropship! Das ist kein Landungsschiff. Das ist ein Flugzeug. Das erzählt das nicht wirklich. Das ist mit den Kugeln. Achtung, der sprengt sich. Scheiße. Genau in die Sprengung reingerollt. Schade. Ich wollte noch mitsägen. Wow. Ah, Hubschrauber. Oh, warte mal. Ich hoffe, dass das zielsuchende Raketen sind. Bei Nord? Nee. Scheiße, das ist keine feste Deckung. Ich seh's. Oh, ich bin down. Wo bist du? Danke. Die KI ist da echt flott dran, ne? Ja. So witzig, dass man es dann. Also, man ist so oft zu dritt und zu viert unterwegs, dass man es echt nur dann zu zweit ist. Scheiße, ich hab's gewünscht. Aber okay, die ist schon gestartet. Immer noch nicht. Ey, hallo? Aber jetzt doch. Kommen ganz schön viele bunte Farben raus. Linke Turbine. Wow! Wow, wow. Ja. Okay. Kestrel's down. We gotta keep pushing to that barn. What's in the barn, Dad? A couple of mules. Oh, this ought to be good. Waren die Mules nicht diese krassen Riesenpanzer? Oder ist ich gedacht, dass die, ich dachte, dass die Mules diese kleinen Läufer sind. Weißt du? Diese kleinen Einsteig-Mechs. Ah. Aus Gears 3 hätte ich gedacht. Aber. Guys, we got another wind flare. Oder sind die Mules diese großen Fahrzeuge? Das weiß ich nicht. Aus dem Anfang von Gears 2. Ja, das ist eins von beiden. Aber also das, was du sagst, ist sinnvoller. Weil dann könnte man die jetzt benutzen. Ich glaube nicht, dass die dem halt diese großen Fahrzeuge überlassen haben. Jetzt hat er sich die einfach genommen.
jetzt wird's atmosphärisch. Huiuiui. Ich finde das so geil, diesen immer ein bisschen nassen Boden. Jen's got us surrounded. Now what? Oh, hier tobt aber ein ganz anderer Sturm schon. James, which side do you want? Oh. Na, wo willst du lang? Mir ist egal, ich muss das andere dann nehmen. Nehmen die Straße. Kate, Del, you take right. Got it. Papa und Sohn gehen. Ins Glück. Vor allem gegen den. Müssen wir halt aufpassen, ne? Ja, weil wir jetzt nicht sterben dürfen. Jawohl, die KI belebt uns ja wieder. Krass, dass es gegen diesen Sturm ist. Dass man merkt, dass er langsamer läuft. Oh, scheiße. Ich wurde gerade von einem Heuballen überrollt und beinahe getötet. Und das gibt es auch. Dass ein Heuballen so gefährlich ist, aber... Nummer 1 Todesursache auf dem Land. Ja. Yes! Jetzt habe ich eine Maschinenpistole. Maschinenpistole oder richtiges? Also ein riesiges Maschinengewehr. So. Was auch so geil, wie die Teile wegfliegen, ne? Wenn du einen Roboter zerstörst, dann fliegen die ja nicht einfach so weg, sondern die fliegen dann richtig in die Luft. Kannst du mir die Tür hier aufmachen? Schon offen. Oh, hier hast du mal eben krachen lassen. Die ganzen Teile davon fliegen. Das musst du, glaube ich, dasselbe machen für mich. Warte. Cool. Völlig daneben, alles in die Heide geholzt. Ja, 11 Schuss sind noch drin, für den lang. Wie krass das aussieht mit dem Dings hinten. Mit der. Da fliegen immer noch Flugzeuge rum, sind die irre? Mit der Windmühle. Sind die bescheuert? Wieso fliegen die denn hier noch? Wollen die nicht mal nach Hause an? Die sind ja wahrscheinlich auch alle mit Roboter gesteuert. Ja. Will ja keiner drin sitzen. Oh, ich bin down! Del! Los Del Rio, helf mir! Das heißt der nicht bestimmt, wie die Macarena erfunden haben. Was ist der? Oh oh. Wie man zur Seite gedrückt wird, ey! Oh fuck! Gut, dass der immer hinter einem bleibt. Er kennt dich. Aber hier ist gleich nochmal eine dicke Wumme. Hat der Große gerade fallen gelassen, oder? Das hat der Teufel gesagt. Wäre geil, wenn die Kugeln auch noch abgelenkt werden würden. Aber ist das, kommt nicht so irgendwas in die Richtung? Da gab es doch mal diesen Trailer, oder? Wo man irgendwie... Ja, so eine Blue Shot um die Ecke schießt. Ja, irgendwie, genau. Meine Tri-Shot ist schon müde. Scheiße. Komm, Marcus, Papa, stell mich auf. Hast du eigentlich gerade Handgranaten? Und Marcus. Man probiert sie zu werfen? Nee, hab grad keine. Ich hab nämlich auch keine. Obwohl, das wäre geil, ne? Aber hier hat auch keiner irgendwas fallen lassen in die Richtung. Ich hab's einfach nicht gesehen. Das ist so geil, wie die Körper dann durch die Gegend fliegen. Ja, make it through the door. Hier. Was musst du jetzt hier auch mit drücken? Hier muss ich eher mal drücken. Drückeberger. Drückeberger!
Boah. Boah, Alter! Alter. Was ist das denn? Oh oh. Ja, der schlaue Tooltip sagt, sich nicht davon grillen lassen. Hast du dem schlauen Tooltip nicht gefolgt? Boah! Alter, wieso fährt das eine Kurve? Ich hab's voll gegrillt. Oh. Vor allen Dingen, wenn das der Wind einen so noch zur Seite weht, ne? Mhm. Krass. Nicht so leicht. Geil. Ganz schön krass. Aber hübsche Ladebilder. Da geht es ab. Was sind wir jetzt? Akt 2. Und jetzt mal außen rum und lauf. Genau rein. Hä? Bin noch drüber gesprungen. Okay, ich mach das jetzt langsamer. wenn wir das jetzt hier öfter spielen müssen. Ja, liebe Plasma-Fernseherbesitzer, das wird sich einbrennen. Gibt's das überhaupt noch? Ich weiß nicht. Ist das jetzt wieder hip vielleicht? Ich hab auch kurz überlegt. Weiß nicht. Jetzt hat man noch 4K und HDR. Ja, weil vielleicht geht es mit Plasma besonders gut. Besonders gutes HDR nur mit Plasma. Scheiße, jetzt hat es mich auch voll gegrillt. Wir waren schon fast da. 2-1. Vielleicht können wir einfach abwarten, bis der Sturm vorbei ist. Aber ich glaube nicht. It will hold. Ich glaube nicht. Boah, vor allem, man wird ja auch voll zurückgedrückt, ne? Ja. Sobald man das Gamepad loslässt, zack, zurückgedrückt. Na, was ist denn das jetzt? Oh. Boah, das ist doof. Da kommen wir nie durch. Da kommen wir echt nie durch. Vielleicht reicht es ja, wenn einer die andere Seite erreicht. Also nach dem Motto, dann wird der andere mitgezogen. Mitgehangen, mitgefangen. Who cares? Müssen wir jetzt nur rausfinden, wer von uns beiden der untalentiertere Blitzsucher ist. Aber momentan habe ich die höhere Vernichtungsquote. Die Scheune hinten sieht so ein bisschen aus wie so eine Resident Evil Gedenkscheune. Oder bei Dings könnte sie auch gut reinpassen bei. Boah, jetzt hast du mich voll. Da wusste ich jetzt echt nicht, wo ich hinschauen soll. Alan Wake. Ich glaube, man muss sich ein bisschen Zeit lassen, weil die schlagen halt ein. Ja. Von einem Punkt, dann gehen sie von dem Punkt aus, teilen sie sich auf und dann ist an der Stelle aber kurz mal nix und dann kannst du kurz durchhuschen. Man kann bestimmt auch, wenn man da geskillt ist, in einem Rutsch durch, aber... Willst du mir etwa sagen, dass der Blitz nicht zweimal in derselben Stelle einschlägt? Wenn jetzt hier keiner durchkommt. Die lösen sich ja auch immer wieder so ein bisschen auf, ne? Oh, die kommen da aber nochmal. Hä? Oh, hast du gesehen, der ist da nochmal reingeschlagen. Hey, sag mal, was wir machen können? Wir können doch diese Deckung zerschießen. Ja, und? Dass man halt dann geradeaus durch kann. Boah, ey. Ich weiß nicht, warum du nicht schon eher einen Doktorgrad an irgendeiner Universität hast. In der Universität von Deckungsgrad. was ist denn das jetzt? Das wirft uns ja, wie sagt man, sprichwörtlich so einen Stock zwischen die Beine. Also, oder zwischen das Fahrrad. Ich glaube aber, dass wir die Deckung gar nicht zerschießen können. Ah, die nicht, aber da vorne ist so eine blöde Palette. Da bin ich jetzt schon zweimal dran gestorben an der Stelle. Europalette. Ja wirklich, weil da kommt man nicht weg. Ich darf mal drauf holz, aber das geht gar nicht, weil man total weggedrückt wird.
Aber ich versuche jetzt. Ah, nee, nee. Oh doch, jetzt. Ich versuche jetzt hier durch die Mitte durchzukommen. Okay, ich bin rüber. Geh mal weiter. Yes! Zwischensequenz ausgelöst. Okay, merke Lightning böse. Danke, guter Tooltip. Die hören aber auch nicht auf hier, die Bodies. Ja, vor allem müssten die nicht mit den Blitzen viel mehr Ärger haben als wir. Ja, aber die haben halt mehr Verstärkung. Vor allem, dass dieser Hubschrauber da immer noch so entspannt rumfliegen kann. Wie geht denn das bitte? Das ist fein. Bring it. Awesome. Woohoo. Well, so much for your big escape plan. They're still on us. Yeah, great James, escape. I noticed. Just drive. What the hell is that? Jen's overreaction. It's called a vulture. Sexy, right? Okay, mit rechter Stick kann man Schild abfeuern, mit linker Stick kann man zielen. Nee, das ist einfach nur wie das, die MP, die man abschießt. Das ist ja geil. Also es ist jetzt schon eine 10-mal bessere Fahrzeugsequenz als dieses dumme in Gears 1. Der mit dem Panzer, der entweder leuchten oder fahren kann. Bin mir nicht sicher, ob es besser ist als die U-Boot-Sequenz, die war der Hammer. Ja, das war der absolute Wahnsinn. In Dings, in Gears 2 war noch auch ein Panzerfahrsequenz irgendwo in den Bergen da, oder? Auch selber nicht fahren können. Wow! Bikes sehen irgendwie aus wie die Bikes aus irgendeinem Final Fantasy. Oh mein Minen! Oh Scheiße, in den Wald. Ich brauche mein ganzes Ausweichglück in Videospielen auf. Und dann habe ich es nicht, wenn ich im echten Straßenverkehr es mal brauche. Oh nein! Der Rückkehr der Jedi-Ritter ist denktot. Da bist du jetzt einfach nur gegen Baum gefahren, oder? Manchmal baut es nur ganz einfache Dinge. James, watch the trees. What do you think I'm doing? They came from the trees, man. They came from the trees. Look out! Das sind aber auch fiese Bäume, Mann. Wir pflanzen Bäume hier in die Straße. Voll gemein. Hang on back there. Fährst du eigentlich auf einer anderen Strecke oder fährst du hinter mir? Ich fahr jetzt gerade hinter dir her. Ah, okay. Oh, oh, oh. Jetzt brennt's ja auch schon überall. Oh, 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 oh. Oh, Baum in der Mitte. Oh, Scheiße. Scheiße, Scheiße. Firebomb. Oh, oh. Ja, und? Nu, wat? Oh, shit. Also, ich will es nicht verschreien, aber für mich ist es ein bisschen Easy-Mode, weil ich muss eigentlich nur dir nachfahren. Besser, ich fahre einen Baum. Shoot it! Hit his engines! Klar, da ist noch auch noch Action Reload. Oh, okay. Alter. Aber immerhin unbegrenzte Munition. Schießt du eigentlich auch mal drauf? Ja, die ganze Zeit. Ja. Wow, das ist eine Gedächtnisszene. Wow. Wie
gut das aussieht, ey. Krass, oder? Kommt's eigentlich, wie kann es eigentlich sein, dass der immer wieder dann über uns rüberfliegt? Den müsste doch schon tausendmal mal an uns vorbeigeflogen sein. Hier auf die Linke. Watch it! Oh, Bomben! Na gut, das sind ja nur noch die Rotorblätter. Oh, die da. Riesigen Geschütze. Das ist geil. Das ist ein Schwachsinn, aber geil. Vor allem, ich will echt nicht die Rechnung von dieser Jin sehen, die ihr Vorgesetzten vorlegen muss. Frau Ministerpräsidentin, wir haben da ein paar extra Ausgaben. Wofür haben Sie das denn gemacht? Wow! Wow! Seite. Wow, nee, kommt sie nicht. Jetzt geht's rein! Nee, jetzt kommen sie raus. In die Mitte in den Chor schießen. Oh, 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 oh. Das ist ja wie bei Halo. Stimmt, wie Scarlet. Ja. Wow! Das ist geil! Achso, das zieht immer so Furchen da rein. The core's exposed! Shoot it! Ja! Das sieht gut aus. Oh, da fällt immer noch mehr raus. Oh. Oh, und Jump! Yeah! Ja, ich habe genau die Rampe getroffen. Wurde garantiert nicht von der Zwischensequenz gerettet gerade. Ist das geil. Hammer! The swarms hold up in that fort? The what? The swarm. That's what we've been calling them. The swarm, huh? Okay. No, I don't. We need to get through that fort to the abandoned osmium mine on the other side. Because... why? Because the cog dumped a few thousand locust bodies in there after the war. If your swarm's related to the grubs, we'll find out there. Hmm. Now let's go. Ja, dann machen wir an dieser Stelle eine kleine Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Macht's gut, Leute. Ciao.